Oh mein Gott, oh, das ist voll unheimlich. Ah, hi Leute, ich bin Eva, willkommen bei Alles Eva Game. Heute ist Mama dabei. Hello. Und heute zeigen wir euch noch mehr Secrets in Brookhaven. Und zwar haben die dieses Mal mit dem neuen Haus und dem Krankenhaus zu tun. Schon Teil 3. Aber erst wollen wir euch noch was erzählen. Und zwar haben wir jetzt endlich einen Starcode. Also wenn ihr Robux kauft, könnt ihr Starcode Ava benutzen. Da unterstützt ihr mich. Das finde ich super cool, dass du jetzt auch einen Starcode hast. Ja. Vielen, vielen Dank an euch alle, die das möglich gemacht haben. Ava hat jetzt auch über 100.000 Mitglieder in ihrer Roblox-Gruppe. Leute, das ist einfach crazy. Ist fast all unseren YouTube-Abonnenten einfach danken. Wie wär's, wir gehen mal in die Roblox-Gruppe. Das ist wirklich super cool. Und wir grüßen jetzt auch zwei von euch aus der Gruppe. So, das erste Shoutout geht an Frosch. Hallihallo, Frosch. Hallihallo, Ayay. Sorry, wenn ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Und John, du marschierst jetzt erstmal in einen Privatserver, damit wir alles voll unter Kontrolle haben. Und während Ava das macht, würden wir uns über einen dicken Daumen nach oben und ein Abo freuen. So, der Grund ist, warum wir in den Privatserver gehen müssen, weil es kann gut sein, dass Leute schon rumgefummelt haben und das wollen wir euch ja zeigen. Genau, so das eine oder andere hätte ich gerne Kontrolle drüber, genau. Oder wir viel eher, nicht nur ich. Gut, hier sind wir. Hier sind wir, genau. Und wir... Oh mein Gott, in den letzten Videos wurde es immer hell, als wir angefangen. Oh mein Gott. Guckt euch auf jeden Fall auch unsere ersten zwei Videos an, die wir zu den ganzen letzten Neuerungen in Brookhaven gemacht haben, sonst macht das hier vielleicht nicht ganz so viel Sinn für euch. Und hier sind, wie immer, meine Notizen. So viel, dass wir uns nicht alles merken können. Genau. Deswegen gucke ich manchmal dann runter. Da gucke ich auf den Laptop, damit ich nichts vergesse. Ja, das ist eigentlich mein Lieblingshaus. Das ist auch relativ neu. Das gibt es jetzt etwa 2 Wochen, 3 Wochen? Ich denke schon. Wir haben euch das noch nicht gezeigt. Und in der Zwischenzeit sind wir von einigen von euch auf Geheimnisse aufmerksam gemacht worden. Und wir haben uns dann natürlich sofort auf die Suche gemacht. Gut, also hier können wir rein. Und es ist wunderschön. Das ist echt schön, das ist auch riesig, oder? Wenn ich sag immer, wenn ich das Lotto gewinne, werde ich mir so ein Haus kaufen. Sehr gut. Das mache ich nämlich. Und ich finde es cool, dass man es auch noch regnen lassen kann. Dann hier ist so die Küche. Hier ist noch so ein bisschen revealing Badezimmer. Kann man sehr gut reingucken. Hier ist noch Rausguckplatz. Da ist noch ein Schlafzimmer für Kids. Und da ist noch ein normales Zimmer mit einem roten Knopf. Ja, warum der Knopf da rot ist? Keine Ahnung. Sehr seltsam. Und da ist noch ein Zimmer. Hier runter ist die Garage. Die ist riesig. Und Lab. Und ja, ich glaube, das soll entweder das Lab oder die Küche soll das sein. Halt. Nee, das ist das Lab. Warum sollten? Es ist keine Küche. Und was ist das denn für ein grüner Strahl da? Das ist ja krass. Und auch ein roter Knopf. Leute, oh, mach mal den Computer an. Ich meine, Cousine haben ja schon ein paar Roleplays gemacht. Weil das machen wir ganz oft. Das macht uns richtig viel Spaß. Wieso aber richtig? Nee, ne? Nee, das ist einfach alles. Und bevor du sagst, der war schon immer da. Der war schon am Anfang des Spieles da. Okay. Also. Wusstest du, dass man vor dem Haus einen Gemüsestand bauen kann? Das wusste ich. Da kann man aber nicht mal wirklich Sachen kaufen. Nee. Ich habe nur, guck mal, ich habe Bilder. Mhm. Guckt die euch an. Das war jetzt also der grobe Überblick. Ja. Aber es fehlt der Safe. Eigentlich nicht, weil wir werden ihn jetzt finden. Und weißt du was? Okay, dann hüpf mal los. Ich frage mich immer, wie Leute das erste Mal finden. Ich weiß. Wer hüpft da rein, schwimmt rum und schwimmt dann weiter? So gut, wo müssen wir? Hast du das schon mal ausprobiert? Nein. Wir haben recherchiert und recherchiert und wir haben noch nicht alles selbst ausprobiert. Wir wollen es nämlich... Oh mein Gott, stell dir vor, du kriegst es nicht hin. Warte. Ich weiß, man muss gegen irgendwas gegenschwimmen und dann muss man weiter dran glauben. Das ist so ein bisschen wie, wenn man diese Keycard für das Elektrohäuschen holt. Da muss man ja auch oben durchs Dunkle dappen und einfach dran glauben, dass es weitergeht. Hast du es geschafft? Ja, ich denke schon. Genau, da geht es in den Korridor, da ist Licht, genau. Okay, ich gehe einfach weiter in den Wand. Okay, ich bin jetzt einfach nur im Korridor. Oh mein Gott, oh, das ist voll unheimlich. Ah! Oh mein Gott, kommen wir zu dem Safe oder haben wir was Neues entdeckt? Da unten ist definitiv ein Safe. Wir haben ihn schon in mehreren Videos gesehen. Also, hier ist schon ein Korridor, der sehr schwierig ist. Oh, warte, ich kann ja einfach so laufen. Das scheint unter dem ganzen Haus durchzugehen. Ich hab's geschafft, Leute! Yay! Da ist er. Puh, ich dachte schon, wir finden ihn nicht. Money, money, money.
Okay, da hätten wir das also. Mhm. Jetzt müssen wir aber ganz kurz aus dem Haus raus. Okay. Oh Mann, aber ich hab's doch gesagt. Weißt du was? Wir haben den Safe in dem Sorority-Haus ja noch nicht gefunden. Wenn da ein Safe ist, muss es im Sorority-Haus auch irgendwo ein Safe geben. Den hat nur noch keiner gefunden. Ja, warte, jetzt muss oder? Ich irgendwie weil rauskommen. Es gibt in jedem Haus einen Safe. Das ist in das, jedem? In jedem. Das ist das einzige Haus, wo wir bisher noch kein Safe gefunden haben. Okay. Wir müssen jetzt erstmal nur ins Krankenhaus. Und seht ihr, da oben hat auch alles was mit der Agency zu tun. Der neue Bunker, den wir euch gezeigt haben, der neue Kinofilm, den wir euch gezeigt haben, das hat alles was mit der Agency zu tun. Dieses Eco-Haus hat auch was mit der Agency zu tun. Und, ist der Knopf? Ja, er ist weiß. Ja, warum ist der Knopf jetzt weiß und nicht mehr rot oder guck. Grün? Warum? Weiß. Ist die Scheibe vielleicht jetzt irgendwie gecrackt oder ist sie noch heile? Nee, die ist noch heile. Der ist noch rot. Der ist noch rot. Krass, Leute. Von den Knöpfen haben wir euch auch schon super viel erzählt. Aber gut, dass wir jetzt hier sind, weil wir wollten doch hier hin. Genau, aber wir müssen erst durch die X-Ray-Maschine. Da steht eine Nachricht, ne? Dass uns die Zukunft oder die Vergangenheit was beibringen sollte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und irgendwas mit einer Energiequelle. Und dann steht hier Operation Red River oder Redriver. Ich denke, es ist Red River, weil Red und River, das ist richtig geschrieben. Und ich hatte gerade eine Idee, in dem Haus, wo wir gerade drin waren, also das, was wir hier gebaut haben, das hat doch auch ein River. Vielleicht. Also Leute, das ist super. Und da sind ja auch ganz viele rote Knöpfe. Vielleicht soll das Red River sein. Also so genau kriegen wir das noch nicht zusammen. Aber ihr könnt euch jetzt hier in den Gravitation Room beamen. Es hat erst richtig lange gedauert für mich, weil ich habe es nie wirklich hingekriegt, den Knopf zu drücken. Da. Da. Okay. Jetzt seid ihr hier drinnen. Und da gibt es zwei Räume. Drei eigentlich. Okay, also den ganz hinten, zeig den mal. Genau, nirgendwo steht was. Zeig aber noch mal den nächsten Raum. Warte, hier das coole Ding mit diesem Raum. Da unter dem ist so ein blauer Knopf und ist auch noch die gleiche Form, das kann man so grob erkennen, die wir auf der Kirche unter dem Sorority-Haus gefunden das haben. Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber jetzt, wenn du in den letzten Raum gehst, da ist ja eine Tafel, ne? So ein Whiteboard. Und da steht nichts drauf, ne? Jetzt, wenn du noch mal zurück in das Haus gehst. So, warte. Du hättest den blauen Knopf drücken können. Oh, ja, da muss genau, man hier. Genau, hier. Und dann werdet ihr nämlich wusch da zurückgebeamt. Und dann teleportieren wir uns jetzt hier hin. Und jetzt müssen wir nach da unten in das Labor. Und guck mal, normalerweise kann man Bücher in Brookhaven nicht aufheben. Aber doch, eigentlich Buch, schon. Ja? Ja. Ah, okay. Aber dieses Buch. Plant Quantum Theory. Und zwar ist das. Plants sind ja die ganzen Pflanzen und die Quantumtheorie, das hat Mathe, Physik, irgendwas ganz Kompliziertes. Ja, du warst nicht sehr gut in Physik. Danke. Bitte. Ich hab's nur nicht, also ja. Ich hab aber trotzdem ein sehr gutes Abi gemacht, würde ich nur mal dazu sagen. Aber egal, wir brauchen jetzt also dieses Buch in unserer Hand und wir müssen wieder zurück in den Gravitation Room. Und jetzt wird's euch gleich aus den Socken hauen, Leute. Jetzt steht da was. Und zwar steht da, seek the bottom of the hill to find the dirt that once was filled. Also. Ah, ich denke, ich weiß, was das bedeutet. Wollen wir es erstmal übersetzen für deine Zuschauer? Ja. Finde den Anfang vom Hügel, um den direkt zu finden, der dort mal reingefüllt wurde. Ich denke, ich weiß, was das ist. Wenn ihr unsere anderen Secret-Videos gesehen habt, wo wir den Film angeguckt haben, den Secret-Film, da haben wir doch gesehen, wie Mr. Brookhaven. Zeig das mal. Guck mal, das ist so ein Gesicht. Da ist ein Gesicht. Puh, okay. Von hier oben kann man es auch einfach sehen. Ja, jetzt gucken wir uns das an. Da. Da. Seht ihr, da ist er an so einem kleinen Berg, an so einem Hügel und er gräbt. Und am Ende musste er ja den ganzen Dreck wieder reinfüllen. Ne? Und dann findet er. Und dann findet er das. Und ob wir das jetzt auch irgendwo suchen müssen, ich frage mich nur, wo das ist. Danach werden wir in diesem Video jetzt nicht mehr suchen, das ist zu viel. Aber seht ihr, da hat er das wieder eingefüllt. Wir müssten nur wissen, wo das ist. Und ist da noch ein Geheimnis oder kommt das erst im nächsten Update? Ja. Keine Ahnung. Aber wenn du nochmal in die... Ach, wir wollten uns noch die Frau angucken, ob das das Frauengesicht sein könnte. Mal schauen, mal schauen. Nein. Nein, okay. Und ich meine, das sind die beiden Bäume, die vorne bei der Polizei sind, Ava. Ich meine, da wo das jetzt alles steht, da ist Brookhaven gegründet worden. Dann geh nochmal zurück zur Höhle, dann können wir euch nämlich jetzt zeigen, dass eins der Lichter grün geworden ist. Und auch da ist noch eine geheime Nachricht auf dem Schreibtisch.
schaut, jetzt ist das Licht grün. Das passiert nämlich nur, wenn man den Kinofilm aktiviert. Und dann zeigt nochmal die Geheimnachricht auf dem Schreibtisch. Veritas vincit. Das bedeutet, die Wahrheit wird siegen. Was ist die Wahrheit? Das ist diese große Frage. Und wie hängt das alles zusammen? Im Video morgen zeigen wir euch noch ein Geheimnis. Da dreht sich alles um das Pferd von Mr. Brookhaven. Das haben wir nämlich auch finden können. Ja. Und noch ein Geheimnis mit dem Haus, wo es dieses kleine Baumhaus noch für die Kinder gibt. Mhm. Also schaltet auf jeden Fall morgen wieder ein. Es geht spannend weiter. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart und sehen euch dann beim nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao!